Hallo Leute, grüß dich YouTube und willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben Livea. So, in der letzten Folge haben wir die Challenge von Jesper angenommen und Fingers Truhe aufgemacht. Gucken, was dazu sagt der Junge. Verdammt, was willst du? So, hier. Ich habe die Truhe geknackt. Erstmal wieder Erfahrung abgestaubt. Sieht so aus, als hätten wir einen neuen Meister im Schlösser knacken. Alles Glückssache. Ich gratuliere zu dieser Meisterleistung. Ja, und jetzt? Und das war's. Komischerweise wird jetzt rot dargestellt von der Mod, als wäre das ein Feind. Ne? Darf man nicht zu sehr drauf achten. Also, Taschendiebstahl haben wir auf jeden Fall gelernt. Jetzt können wir schleichen, das haben wir umsonst gelernt. Einzige Taschendiebstahl. Habe ich eben Taschendiebstahl schon gesagt? Nein, ich meinte eben Schlösser knacken. Also, Taschendiebstahl haben wir noch nicht gelernt. Brauchen wir aber auch noch 5 Lernpunkte, um das überhaupt von Cassia lernen zu können. Nee, Alex, der scheint sich wohl nicht zu kümmern, was der Finger da drin versteckt hatte. Zum Glück. Zack, aber war ein Geschicklichkeitstrank, ne? So, den Schlüssel hat uns hier die Cassia gegeben. Sieh an. Wo kommst du denn her, hm? Ich weiß. Du brauchst mir nichts zu sagen, ich weiß alles. Lass dir bloß nicht einfallen, hier was zu klauen, klar? Wir können es uns nicht leisten, Aufmerksamkeit auf das Hotel zu ziehen. Alles klar, wird gemacht, Hannah. Hat die sonst noch was zu sagen? Wer übernachtet hier? Ich habe eine Frage zur Zeit. Nee. Fisch und Schwefel bestimmt. Ganz genau, das ist irgendwie so der Klassiker, den sie hier verstecken. So, Leute. Neulich hatten wir aber ewig ein Problem, dass wir hier in den Turm nicht rein konnten, weil die Wachen sofort gemerkt haben, dass wir da drin waren, obwohl wir mal eben um die Ecke reinlaufen. Probieren wir auch jetzt mal, ob das mit dem Schleichen funktioniert. Schlüssel haben wir ja. Haben wir ja oben... So, rein geht's auf jeden Fall. Noch meckert keiner. Edles Langschwert. So. Und nicht nur Fisch und Schwefel. Und guck mal, keiner meckert. Haha, haha, haha. Ja, ja, so gucken wir mal an. Edles Langschwert, was haben wir denn gefingert? 80 Schaden und 70 Stärke brauchen wir. Ist aber eine Menge Stärke. Aber Mensch, ist das viel wert. Das ist schon eine Menge wert, das edle Langschwert. Fehlen uns aber auch nur glatt 38 Stärkepunkte. Jetzt, wo ganz Corine schläft, können wir eigentlich mal kurz gucken. Gucken wir doch mal kurz hier. Zwar mit der Fackel in der Hand, aber solange wir schleichen, macht das nichts aus. So, wer liegt denn hier alles? Da liegt der Meister Daron, Zuris und eine Bürgerin. Ich weiß nicht, ob wir die Essenz der Heilung können wir auf jeden Fall schon mal snacken. Guck mal hier. Können wir denn die Vorräte nehmen? Wasser ist doch immer schon mal gut. So, dann gucken wir mal, was die in der Truhe da haben. Wollen wir doch unsere neu erlernten Talente gleich mal ausprobieren. Ich glaube, so viele Dietriche habe ich aber gerade gar nicht mehr. Ich habe noch genau einen einzigen Dietrich. Ja, war da super. Klasse. So. Also, es fängt mit... Oh, guck mal, da legen sie sich erstmal hin. Nicht, dass sie in dem Moment da mitkriegen, dass ich hier drin war. Okay, probier was aus mit links erst. Ja, nochmal links. Verdammt, okay, kommt. Das ist mein letzter Dietrich. Bei wem? Bei Torben kann ich die kaufen, oder? Dann gehe ich da jetzt raus. Ich lasse das sein mit dem Schloss. Sonst bemüht sich ja jetzt nach jedem Versuch neu laden. Ich habe denen immerhin die Essenz der Heilung geklaut. Das ist doch auch schon mal was. Kluges Mädchen. Aufgeweckt habe ich es aber trotzdem. Nicht schlecht. Guck mal, da geht langsam die Sonne auf. Man kann es sehen. So. Ha, wer steht denn hier jetzt so rum? Das ist der Bürger, Bürgerin. Rengaru, Ranga. Dem haben wir ja Bier ausgegeben, den Rengaro können wir sagen, das war jetzt... Ja. Man weiß gar nicht, hey, du bist auch dabei? Ach, guck mal! Ich sag dir was, wenn du vorhast, in der Stadt Taschen auszuleeren, sei vor allem bei den Händlern vorsichtig. Das ist aber nice. Die achten ziemlich genau auf ihren Kram, aber ich kann dir einen Tipp geben. Dann geh mal her. Mit der einen Hand greifst du nach dem Objekt der Begierde, mit der anderen fuchtelst du rum, das lenkt sie ab. So prinzipiell, hier, hier! Alles klar, danke Rengaru. Immerhin Geschicklichkeit haben wir dazu bekommen. Das lohnt sich schon mal.
Masimoto, hallo, ich habe dich ja ewig nicht gesehen. Wie sieht's aus bei dir? Wir sind schon in Gothic 2 angelangt. Mit der Liver-Mod. Knallhart am Spielen hier. Der Fleischhändler, der schläft auch noch. Na, was ein Tipp. Das würde ich mal gerne bei den Action sehen. Vor allem, weil der Jora den ja eigentlich enttarnt hatte. Ich weiß, was ich meine. Ja. Super, ne? Es geht voran, möchten wir aber sagen. Und zwar nicht zu schlecht. Bier, Trinkwasserfass. Ui. Können wir uns mal ein bisschen das Gesicht sauber machen. Wanderwisser, dir ebenfalls einen schönen Morgen oder Mittag. Und frohe Ostern an dich und Masimoto. Verdammt, natürlich ebenfalls. Los. Kannst du mir Dietriche verkaufen, wenn ich noch welche habe? Gucken wir mal. Den Apfel nehme ich mit. Dietrich, der kostet nur 10. Das ist es mir wert. Ja, danke. Hör mal, hast du jetzt vielleicht noch eine Truhe, die ich mir ansehen könnte? Ja, die, aber ihr seid ja... Ich glaube, gerade wachen sie auf, ne? Ah, die Stadtwache. Wanderwisser, Masimoto, was habt ihr zu Ostern gemacht? So. Ich wollte mal gerade den Meister Xardas... Oh, guck mal, der eine, der hat, wäre fast so spät zur Arbeit gekommen. Den Meister Vatras wollte ich besuchen, nicht Xardas. Wir haben hier mittlerweile schon ein paar Infos über den, die verschwundenen Leute rausgefunden und den Piratenhandel ebenfalls. Das wollte ich dem doch gerade nochmal sagen. Familie und Essen, so wie bei uns allen dann. Was gab's denn bei dir Gutes zu essen? Hannover, ja, schöne Stadt. War ich vor Ewigkeiten, wirklich lange, lange Zeit war ich da. Ewig nicht mehr. Nichts Besonderes, ist aber auch gut. Manchmal muss man sich nur ausruhen. Ich sag das hier mal. Wegen der vermissten Leute. Ja? Hätte ich das fragen können schon? Wo soll ich anfangen, verdammt, nach Vermissten zu suchen? Unten am Hafen sind die meisten Menschen verschwunden. Vielleicht sollte deine Suche dort beginnen. Ja, das haben wir eigentlich schon rausgefunden. Ich will dir erzählen, was ich weiß. Immerhin, und dann fühlt die Erfahrung. Angehörige verloren. Ich habe in Erfahrung bringen können, dass die Banditen für das Verschwinden der Menschen hier verantwortlich sind. Der Anführer der Banditen heißt Dexter. Er ist verantwortlich für die Entführung. Ich kenne Dexter noch aus der Strafkolonie. Damals arbeitete er für den Erzbaron Gomez. Er wird sich sicher an dich erinnern. Du solltest vorsichtig sein. Ich denke, du bist auf der richtigen Spur. Weiter so. Klasse. Richtig positive Rezension von Vatras und unserem bisherigen Vorgehen. Ja, das wäre auf jeden Fall interessant, wenn du da andere Leute hier zusammen finden könntest. Ich selber muss mir jetzt wirklich nochmal, also Gothic 2 Deathmatch angucken, bevor ich da mitmachen könnte. Können wir hier noch was über den Ring des Wassers erfahren? Was über den Ring des Wassers. Als Anwärter auf den Eintritt in unsere Gemeinschaft darfst du natürlich nicht alles wissen. Aber ich werde dir sagen, was ich kann. Wer gehört alles zum Ring des Wassers? Wer gehört alles zum Ring des Wassers? Ja, Masimoto, erzähl mal. Erst erfahren, wenn du in den Alex will es auch wissen. Wirst. Aber ich bin mir sicher, einige von uns wirst du schon kennengelernt haben, bis es soweit ist. Okay. Wo sind die anderen Wassermagier? Sie erforschen die Ruinen einer alten Kultur, nordöstlich von Korinis. Wir vermuten, dass diese Ruinen den Zugang zu einem bisher unerforschten Teil der Insel darstellen. Erzähl mir mehr über den unerforschten Teil. Wenn du daran interessiert bist, dich der Expedition anzuschließen, kann ich dich mit einem Schreiben zu Saturas schicken. Du kannst natürlich nur dann teilnehmen, wenn du einer von uns bist. Natürlich. Na, okay, das haben wir dann für später aber noch. Ich meine, die Aufnahme, da mussten wir, glaube ich, vorher mit Lord Hagen sprechen, nicht wahr? Bevor wir bei den Wassermagiern wirklich aufgenommen werden konnten. Ich glaube, die vermissten Leute mussten wir lösen und mit Lord Hagen sprechen, also prinzipiell einer Gilde angehören. Oder war das falsch? Was genau tut ihr eigentlich? Wir stehen zwischen der Ordnung Innos und dem Chaos Belias. Wenn eine der beiden Parteien die Überhand gewinnt, dann bedeutet das den Verlust der Freiheit auf der einen Seite oder das todbringende Chaos auf der anderen. Und so sorgen wir dafür, dass Gleichgewicht herrscht zwischen ihnen. Nur so ist ein Leben auf dieser Welt überhaupt möglich. Immer geht's auch etwas konkreter, sehr gut. Auch etwas konkreter? Der Fall der Barriere hat viele Bedrohungen hervorgerufen. Die wohl offensichtlichste stellen die Banditen dar. Nicht nur, dass es fast unmöglich geworden ist, die Insel zu bereisen, ohne angegriffen zu werden. Es gibt auch noch jemanden in dieser Stadt, der die Banditen unterstützt.
Wir haben herausgefunden, dass die Banditen regelmäßig von einem Waffenhändler aus Korinis versorgt werden. Wir kümmern uns beispielsweise darum, solche Männer zu finden und sie daran zu hindern, die Stadt zu gefährden. Wenn du etwas über die Sache herausfinden kannst, krass, lass es mich wissen. Das hätte ich fast vergessen. Genau, wir kriegen ja diese ganze Quest von denen über den Waffenhändler. Ganz genau. Ich dachte, die kommen von alleine, aber die habe ich fast vergessen, weil ich nicht mit denen darüber gesprochen habe. Wegen dieses Waffenhändlers. Was wisst ihr schon über den Waffenhändler? Sprich mit Martin, dem Proviantmeister der Paladine, darüber. Er kann dir sicher mehr dazu sagen. Er ist mit der Aufgabe betraut worden, den Waffenhändler zu entlarven. Du findest Martin im Hafenviertel. Wenn du eine Ansammlung von Kisten, Proviant und Paladinen siehst, ist Martin nicht weit. Ah, ausgezeichnet. Okay, ab zu Martin. Ich glaube, die alten Steintafeln gebe ich ihm später wieder. Also, Deathmatch spielt also in Jakendar. Hört sich auf jeden Fall cool an. 1 bis 2 Stunden ist gar nicht mal so lange eigentlich. Ich hätte wirklich gedacht, dass das länger dauert. Aber Deathmatch ist dann nicht mehr RP, oder? Also Roleplaying. Haustier-Glühwürmchen noch. Ja genau, hätte der mir nicht eigentlich das Amulett geben sollen? Oder ist das eine andere Gesprächsoption bei dem? Da muss ich eventuell gleich nochmal bei dem vorbeischauen. So, sprechen wir erstmal mit Martin. Ich glaube, der Martin könnte ja prinzipiell auch dabei helfen, das Paladin-Problem von Farim, dem Fischer, zu lösen. Der Farim hatte sich ja beschwert, dass die ganzen Paladin und Ritter hier im ewig die Fische klauen und er nichts mehr übrig hat zum Verkaufen. Hey du hast hier oben nichts zu suchen. Hier haben nur Paladine und wir von der Miliz Zutritt. Na, dann ist ja Schill, Masimoto. Was gibt's denn hier oben? Du stehst hier im Proviantlager der königlichen Garde der Paladine. Das sieht ja mager aus. Ich bin hier der Proviantmeister und verantwortlich für den Paladin-Krempel, das hier nicht Krempel. Und du bist hier nicht erwünscht. Also behalte deine Finger bei dir. Sonst hack ich sie dir ab. Große Worte. Kannst du mir was von dem Paladin-Krempel verkaufen? Alle Kisten noch da? Alle Kisten noch da? Fass hier nichts an, sonst rufe ich die Wachen, klar? Alle klar. Kannst du mir etwas von dem Paladin-Krempel verkaufen? Du willst was kaufen? Das habe ich noch gar nicht gewusst. Sagen wir mal so. Wenn du mich für den Ärger entschädigen kannst, dass den Paladinen mal wieder was abhanden gekommen ist, kommen wir vielleicht ins Geschäft. Passiert das öfter, dass etwas abhanden kommt? Solange der Proviantmeister sagt, dass es alles seine Richtigkeit hat, nicht. Verstehe. Knallhart korrupter Martin. Ach guck mal, jetzt können wir das hier erst sagen mit dem Fischer. Der Fischer Farim hat Probleme mit der Miliz. Die Jungs bestehlen ihn ständig. Und was habe ich damit zu tun? Du hast einen gewissen Einfluss hier oben bei den Paladinen. Farim benötigt deinen Schutz. Er will dafür auch einen Teil von seinem Fang an dich abgeben. Verstehe, was du meinst. Fischer. Als ob ich nicht schon genug Mist verwalten muss. Sag deinem Kumpel, er soll zu mir kommen und erzählen, wie das genau war mit der Miliz. Ich werde mich darum kümmern. Ja, doch korrekt, der Martin. Du suchst den Mann, der an jetzt zum Waffenhändler. Sagt wer? Sagt Watras. Oh, was weißt du denn darüber? Na, hört sich auf jeden Fall cool an, Masimoto. Ich würde es gerne mal ausprobieren. So ist das. Ich kann es ja, glaube ich, auch über Spine installieren im Multiplayer, oder nicht? Sagst du mir, was du über den Waffenhändler weißt? Pass auf. Ich habe für so etwas keine Zeit. Wir wissen, dass ein einflussreicher Bürger des oberen Viertels dahinter stecken muss. Und einige der Waffen sollen sogar aus den Beständen der Miliz gekommen sein. Wow, wow, wow. Aber wer genau dahinter steckt, wissen wir noch nicht. Wenn du genug Mumm in den Knochen hast, eine Gruppe von mindestens 5 Banditen aus dem Weg zu räumen, kannst du es vielleicht rausfinden. Ich glaube ja nicht, dass das alles ein Muster ist. Was ist mit den Banditen? Wir wissen, dass die Banditen zurzeit die Verbindungsstraßen zwischen den Bauern und der Stadt. Aha, der meint da oben die an der Brücke, glaube ich. In den letzten Tagen gegeben haben muss. Vielleicht sind dort bei den Banditen Hinweise zu finden, die den Waffenhändler entlarven können. Okay. Ich glaube, sonst kann ich dir nichts mehr dazu fragen, oder? Wie war das nochmal genau? Also. Du sollst, aber es müssen. Nee, das hatten wir erst prinzipiell schon. Mal gucken, was er im Angebot hat. Dann pass mal auf. Ja, zeig mal, was du hast. So, Meisterdegen. Alter, Meisterdegen. Meisterdegen? Meisterdegen. Geil, Alter. 2400? Soll man darauf sparen? Das wäre.
Warte mal. War das nicht so, dass wenn ich den jetzt das erste Mal gesehen habe, dass der ein schlechtere Waffe hat und dass er sich jetzt prinzipiell den Meisterdegen selber anlegt danach? Runenschwert, Riesenmachete, das sind alle Stärkewaffen jetzt, ne? Edles Langschwert haben wir ja selber gefunden. Ring der Magie ist schon nicht schlecht. Moleradfett. Ja, Alex, hört sich auf jeden Fall geil an. Müssen wir auf jeden Fall ausprobieren. Ich bin gespannt. Ich werde mal gucken, wirklich, ob ich zwei Spine finde. Ich verkaufe dem Martin mal die Armbrust und den Gehstock hier. Das Kleinvieh macht auch Mist. Rostige Schwerter. Ich glaube, die rostige Axt verkaufe ich dem auch mal. Komisch, ne, dass die Ork-Axt so wenig wert ist bei denen. Das edle Langschwert würde schon eine Menge bringen, ne? Das grobe Breitschwert behalte ich nochmal für den Moment. Wobei, ich weiß nicht, der Degen hat schon eine recht hohe Reichweite. Na, ich verkaufe dir mal das grobe Breitschwert. Ich werde schon bald bessere Waffen finden. Wobei der Degen schon mal recht gut ist. Also auf jeden Fall. Also Meisterdegen, deswegen, viele haben ja auch prinzipiell immer nur auf Decks gemacht und das bietet sich auch absolut extrem an, ne? Anfangs auf Decks zu gehen und dann mit den Degen rumspielen. Da gab es doch, glaube ich, noch durch das Addon eine andere. Farim, wo bist du? Ich habe gute Nachrichten. Der Martin kümmert sich um dein Problem. Ich habe die Lösung. Nochmal 100 Erfahrungen, immerhin. Und wie sieht ihr aus? Martin, der Proviantmeister der Paladin, will sich deine Geschichte von der Miliz und deinen Fischen anhören. Und du meinst, er kann dafür sorgen, dass mich die anderen der Miliz in Ruhe lassen? Er kann es ja mal probieren. Hat er zumindest gesagt. Gut. Ich danke dir. Ich kann dir nicht viel geben. Aber warte. Ich habe diesen seltsamen blauen Stein auf einer der Inseln vor Korinis gefunden. Ich glaube zwar nicht, dass er viel wert ist, aber jemand wie du kann ihn sicher gebrauchen. Erz? Aquamarin. Ah. Aquamarin. Hier. Das brauchte man ja prinzipiell als Zutat für einige Runen, wenn ich mich nicht ganz irre, zum Herstellen. Und ansonsten kann man das, glaube ich, verkaufen, oder? Masimoto, wie heißt der Server nochmal? JKO. Was ist das? Jakinda Online? Wahrscheinlich sogar. So. Was haben wir denn jetzt so für Quest? Waffenhändler der Banditen, die Banditen belagern die Verbindungsstraße zwischen der Hafenstadt, also raus aus der Stadt prinzipiell. Piratenhandel. Okay, Bromo, Banditen in Jacks Leuchtturm. Ich glaube, dafür müssen wir viel stärker sein, um die Banditen anzugehen. Ja genau, Bosbos Bogen haben wir ja gefunden. Koragon Silber haben wir auch gefunden. Dann bringen wir das doch mal zurück an Koragon und Bosbar. Da entlohnen die uns bestimmt ordentlich. Und ich glaube, danach könnten wir eigentlich mal ins obere Viertel kurz reinschnuppern, um die Quest abzuschließen. Ich weiß nicht, ob es dafür noch Erfahrung gab, aber im Zweifelsfall gehen wir auf jeden Fall rein, probieren es aus. Und dann rede ich mit dem Laris und sage dem, hör mal, bring mich mal zu den Söldnern. Weil dann will ich langsam die Aufnahme mit den Söldnern anfangen. Weil dann geht's auch weiter. Mit dem ganzen Rest. So, warte mal, wo ist er denn? Koragon, Tag, ich habe dein Silber gefunden. Ich habe dein Silber. Tatsächlich. Hier, nimm das als Belohnung. Ein ganz besonderes Bier. Es ist mein letztes Fass. Cool. Gucken wir mal, was das so bringt. Koragon Spezialbier. Wo haben wir es denn? Lebensenergie und Mana. Toll. Das ist ja nicht so spannend. Naja. So, dann. Ach ja, genau. Mit Vatras wollten wir noch kurz reden, damit wir das Irrlicht bekommen können. Gibt es etwas, das mir bei der Suche helfen kann? Ach, da war das jetzt. Gibt es etwas, das mir bei der Suche helfen kann? Jan, frohe Ostern wünsche ich dir. Aber mir fällt tatsächlich etwas ein, das dir deine Aufgaben erleichtern könnte. Mir geht's sehr gut. Ich werde dir dieses Erzamulett mitgeben. Du kannst es sicher gut gebrauchen. Es ist ein Amulett der suchenden Irrlichter. Es gibt nur sehr wenige dieser Art. Das Irrlicht, das in diesem Amulett innewohnt, hat ganz besondere Eigenschaften. Ganz besondere. Es kann dir helfen, Dinge zu finden, die du mit bloßem Auge oft nicht sehen kannst. Um es zu rufen, musst du das Amulett nur anlegen. Wenn es seine Kraft verliert oder du es nicht finden kannst, lege es einfach nochmal an und es wird wieder erscheinen.
Tag, Super Fox. Kann Waffen aufspüren. Ganz richtig. Bei deinen Nachforschungen über die Waffenlieferung an die Banditen könnte es dir sehr nützlich sein. Behandle es gut und es wird dich nie im Stich lassen. Also prinzipiell ein Tamagotchi, ja? Ein Irrlicht in einem Amulett? Danke, ich werde gut darauf achten. Ich werde gut darauf achten. Kann ich das Irrlicht eigentlich verkaufen? Ist doch bestimmt eine Menge wert. 1600 Gold ist das wert. Leute, das... Ich meine, ist doch eigentlich kein Problem, was verkaufen, oder? Die Superfox, genau, wir benutzen das Amulett, um Eier zu finden. Jan, Superfox, hoffe, euch geht's gut. Schön, dass ihr da seid. Wollte noch sagen, mir geht's sehr gut. Hatte bisher eine sehr ausgeruhte Osterzeit. Und viel gegessen. Einfach nur relaxed. Und ausgespannt. Hoffe, bei euch das ebenfalls. Tag, Bossbar. Ja, ja, hier. Das habe ich noch gar nicht gewusst. So. Ich glaube, dieser Bogen gehört dir. Mein Bogen? Nur abwarten. Wo hast du ihn gefunden? In einem dunklen Loch voller Ratten. Ich hoffe, du bist nicht in Schwierigkeiten gekommen. Nein, ich habe sowas schon öfter gemacht. Na, jedenfalls danke. Das ist eine schlimme Sache. Ich schulde dir was. Ja, kannst mich ja entlohnen. Ich weiß, oder auch nicht. Schuldet der mir halt einfach nur was, der arme Bossbar. Schade, dass man den in späteren Teilen nicht wieder sieht. Das war irgendwie, ich glaube, so immer mein Lieblings... Lehrmeister. So, dann gehen wir mal kurz in die Oberstadt. Gucken uns an, wie... Halt! Halt! Nur Bürger der Stadt und Truppen des Königs kommen ins obere Viertel. Den war doch schon längst. Ich bin ein angesehener Bürger von Korinnes. Angesehen. Was immer die Meister von Korinnes bewogen hat, dich als Lehrling aufzunehmen, ich will es gar nicht wissen. Du kannst reingehen. Aber benimm dich bloß, sonst bekommst du den Ärger deines Lebens. Ist ja wie im alten Lager hier. Nicht, dass ich daran was. Meine Güte. Der Torus hat das aber freundlicher gesagt damals. Oder jedenfalls mit mehr Respekt, ne? Einfach ein Bürger hier rumstehen. Alles peak fein hier oben. Ach, du schon wieder. Du hast es also tatsächlich geschafft, Lecker. Ins obere Viertel zu kommen. Es gibt einige Dinge, die du hier beachten musst. Sonst bist du so schnell wieder draußen, wie du hier reingekommen bist. Es ist dir nur erlaubt, die Häuser der Händler zu betreten. Du erkennst sie an den Schildern über der Tür, nur damit keine Missverständnisse entstehen. Die anderen Häuser gehören angesehenen Bürgern. Dort hast du nichts zu suchen. In diesem Viertel leben die angesehensten Bürger dieser Stadt. Also behandle sie mit Respekt. Haben wir uns verstanden? Klar. Alles super. Yo, Gorna Menlos, Tag, ich muss jetzt aber zugeben, Ogdan sagt mir momentan auch nichts, da bin ich auch so Ultra 2017. Ogdan, was zur Hölle? Ogdan ist Ultra, ist hier irgendwas Passendes? Irgendwas Aufregendes passiert. Ah, gucken wir mal. Ja, dass sie einen wie dich hier reingelassen haben, ist schon ewig nicht mehr vorgekommen. Ich hätte das anders. Der ist aber sauer. Wo finde ich Lord Hagen? Wo finde ich Lord Hagen? Grußmann, dieses Urgrußmann. Am Ende des oberen Viertels. Ist doch gelogen. Ohne tüftigen Grund wirst du nicht vorgelassen werden. Ist doch gelogen. Mittlerweile wissen wir, dass der Lord Hagen... Ja, da hinten kann man es ahnen. Hinten durch die Mod steht der Lord Hagen eigentlich oben in der Burg. Fernando, Gerbrand. Was wir hier alles haben. So, Ritter. Erinnert mich ein bisschen an die Rüstung der... Das ist der Wambo. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, ist das ein korrupter... wenn Cassias nicht gesagt, richtig gesagt hatte. Erinnert mich so ein bisschen an eine Garderüstung, diese schwere Milizrüstung hier. So. Jetzt haben wir auch nicht mehr die Quest, den Weg in die Oberstadt. Meinst du, mir geht es besser? Halt! Nur Männer, die im Dienste des Königs stehen, haben Zutritt zum Rathaus. Von selbst ist er da nicht drauf. Ich muss mit Lord Hagen sprechen. Koko Wamba. Weißt du, wie oft ich das schon gehört habe? Du kannst nicht rein. Wenn du es trotzdem versuchen solltest, muss ich dich töten. Das sind aber keine guten Autos. Ach, guck mal, jetzt steht er doch da hinten. Ich werd verrückt. Ich dachte jetzt wirklich, dass er durch die Mod woanders steht. Stadtwache. Ja, jetzt könnten wir eigentlich hier oben ein bisschen rumlaufen, aber ich wollte eigentlich auch nur die Quest fertig machen hier. Dann gehe ich jetzt direkt zu Laris und ich sag dem Laris mal, dass er uns ein bisschen rumzeigen soll. Können wir ein bisschen Erfahrung damit auch machen. Weil hier in der Stadt kommen wir jetzt langsam, ja, in eine, sagen wir, Sackgasse mit unseren Nachforschungen in der Hinsicht auf die verschwundenen Leute, aber auch den Waffenhändler. Der hat ja gesagt, wir sollen da sowieso hingehen. Und es bietet sich jetzt sowieso an, mal bei den Söldnern vorbeischauen.
Also, ab zu Laris. Der soll uns da hinbringen. Ich glaube, wir könnten ihnen aber auch sagen, dass er uns erstmal zu den Wassermagiern bringen soll. Ah, genau, dann braucht er ja Abwechslung, Ablösung, ne? Mein Mann sieht es anders. Das darfst du keinem erzählen. Ich werde das Ornament für dich hinbringen. Hm, ich glaube, es ist besser, wenn ich es selbst überbringe. Aber du könntest mich begleiten. Doch ich komme hier im Moment nicht weg. Ich muss den Hafen im Auge behalten. Verdammt, ja. Deswegen, Ablösung für Laris. Das heißt, ich muss dir erstmal den Ring anlegen, zurück an den, zurück oben an die Händlerstände gehen und dann gucken, wer von denen die Ablösung machen kann. Wenn ich mich nicht ganz irre, konnte ich nicht mit Laris zu den Wassermagiern gehen, wenn ich vorher schon mit ihm zur Taverne gegangen bin. Der bringt mich ja nicht ganz zu den Söldner, sondern nur bis zu der Taverne. Deswegen gehe ich, glaube ich, erstmal mit dem bis zu den Wassermagiern. Werd da wahrscheinlich direkt mit ihm zurückgehen. Aber Adanos, das ist ja nämlich schon recht schwer da unten im Tempel. Da waren, glaube ich, auch ein paar Steinwächter. Oder Goblin-Skelette. Irgendwie sowas war da, glaube ich. Das will ich mir nicht antun. So, warte, wer gehört denn jetzt? Ah ja, wir müssen seinen Ring anlegen, ne? Gucken wir mal. Ring der Kraft abziehen. So. Gucken, ob der Hakon reagiert. Ach, scheinbar nicht. Der Jura? Nee, auch nicht. Baltram vielleicht? Warum schaust du so skeptisch? Ah, da haben wir's. Ich sehe, du trägst das Zeichen des Rings des Wassers. Du gehörst auch dazu. Was wäre denn? Dann ist der Wambo Jam, was auf seinem Posten im Hafen abgelöst werden will. Der erzählt, gut. Ich glaube, da mehr. In dem Fall würde ich mich darum kümmern, dass sich jemand darum kümmert. Verstehe. Cool. Ach, erzähl mir nicht sowas. Ach, das kann ich dem sagen? Du handelst mit Piraten. Das ist was? Schrecklich. Wer hat dir das erzählt? Ich habe mich mit einem von ihnen unterhalten. Er scheint in seiner Bucht auf dich zu warten. Was willst du machen? Es sind harte Zeiten. Jeder muss sehen, wo er bleibt. Gut, aber ich sag mal so, Baltram verkauft ihn, glaube ich, nur Lebensmittel und hat nichts mit den verschwundenen Leuten zu tun, glaube ich. Hattest du keine Angst, erwischt zu werden? Das kann passieren. Du hast es ja auch herausgefunden. Aber du hältst doch dicht, oder? Wer sagt denn so? Ich glaube, er hat... Ja, genau, womit handelt ihr? Oder machen wir das erstmal? Was weißt du über die Piraten? Sie leben in einem abgelegenen Teil der Insel Korinis. Soviel ich weiß, kann man den nur mit einer Kogge oder einem Schiff erreichen. Die Bürger von Korinis fürchten sich vor ihnen, auch zu Recht, weil sie im Grunde ein Haufen übler Halsabschneider sind. Aber wenn du mich fragst, sind sie bei Weitem nicht so schlimm wie die Banditen. Er redet einfach. Womit handelt ihr? Ich versorge sie meistens mit Nahrung. Und ansonsten? Von ihnen erhalte ich dafür den besten Rum, den man in Korinis kriegt. Ah, das ist in Ordnung. Na, ich meine Rum. Ich könnte den Handel für dich abwickeln. Da können wir vielleicht noch ein bisschen Geld beimachen. Ich könnte den Handel für dich abwickeln. Das wäre gut. Ich kann Korinis zurzeit nicht verlassen. Hier, nimm dieses Päckchen und sag Skip, dass er mit dem Rum diesmal nicht so knausern soll. Ja, außer du bist ja auch so einer. Es schon sein. Ehrlich, ich habe es selbst. Okay. Gehabt. Das war alles, was ich wissen wollte. Mein Mann sieht das anders. Ende. Ja, laufen wir dann direkt. Ach, da fällt mir ein. Es wäre eigentlich mal wieder Zeit, um zu spenden, glaube ich. Wenn ich mich nicht ganz irre, konnte man ja auch bei Daron spenden. Und zwar, wie war das? 100 Gold immer an den Schreinen hier. Und dann jeweils 50 Gold bei Daron. Ja, mit 1300 Gold, das sollte ja passen erstmal. Beten, ich glaube 100 Gold sind das hier für Innos. Ja, Stärke plus 1 ist in Ordnung. Wie ich jetzt herausgefunden habe, bekommt man so oder so plus 10 Stärke, plus 10 Geschicklichkeit und dann Leben, glaube ich. Nur die Reihenfolge davon ist unterschiedlich. Insofern werde ich es nicht neu laden. Ich möchte spenden. Uff, 2000 Gold. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Oder waren das 100 Gold auch beim Daron täglich? Ich glaube, das waren 50 Gold. Und dann bei Daron bekommt man, glaube ich, immer Lebenspunkte und Lernpunkte prinzipiell nach einer Zeit oder sowas, ne? Mein Mann sieht das anders. Gildenabhängig, was man bekommt, genau. Ich glaube, als Novize bekommt man nur noch Mana, oder? Und als Söldner gar kein Mana mehr. Meine ich jedenfalls. Ich probiere mal jedenfalls 50 Gold zu geben. Ich segne dich im Namen Innos.
denn er ist das Licht und die Gerechtigkeit. Was? Das war's? Klasse, nichts bekommen. Verflixt. Das habe ich schon immer gesagt. Oder war das nicht so, dass man das erste Mal wirklich nichts bekommt? Ganz vergessen. So, dann gehen wir jetzt. Halt! Was denn? Ach, wollte dich nochmal ansehen. Na, sieht aus, als ob du Geld hättest. Kannst reingehen. Hä? Das macht der immer noch so rum, als wäre ich hier schon, als wäre ich nicht bekannt, Alter. Ich bin angesehener Bürger der Stadt. Halt mich hier nicht die ganze Zeit an. Immer 50 Goldabständen war das, glaube ich. Ja, meint der Jan auch. Dann habe ich mich, glaube ich, kann ich mich nicht so vertan haben. Erst ab dem 3. oder 4. Oh, das wäre ja recht spät. Bekam man das nicht schon vorher? Ich werde auf jeden Fall... 50 haben wir denen gegeben. Das konnten wir ihm gerade noch entbehren. Da haben wir immerhin jetzt den doppelten Segen von Innos. Wäre cool eigentlich am Ende. Wenn man... Wenn das Spiel... In Fallout gibt es ja immer so einen Endschirm, wo man sagt, was für Konsequenzen das alles hatte. Und wenn man sagt, da ich das alles gespendet habe, konnte das Kloster, was weiß ich, einen Keller ausbauen... So. Ich habe ein Paket von Baltram für dich. Was denn? Jetzt schickt er schon einen Laufburschen zu mir. Er hat die Hosen gestrichen voll, was? Naja. Was will man von so einer Händlerpfeife auch erwarten? Nichts. Er sagt, er will 3 Flaschen von deinem Rum dafür. Das hätte er wohl gerne. Erst lässt er mich hier ewig warten, kommt nicht einmal persönlich und stellt obendrein noch Forderungen. Hier, gib ihm 2 Flaschen, damit soll er zufrieden sein. Ey! Das war's? Das habe ich ihn schon gefragt, glaube ich. Ja, das habe ich ihn schon ge... Ach, guck mal, da liegt doch, glaube ich, noch was. Eine Fackel. Ach ja, nehmen wir die mal mit. Ich weiß doch, irgendwann werde ich irgendwann in der Höhle stehen oder so und sagen, verdammt, ich habe keine Fackel mehr. Hätte ich doch bloß damals beim Skip mitgenommen. Ich sehe es schon kommen. Genau, Gorna. Bald schaffst du es zum Superfuchs. Wir werden es schon zusammen hinkriegen. Wenn die Unterstützung bieten, wo wir nur können. So, dann zurück zu Baltram. Upsa. Was wohl in dem Paket drin war? Übrigens, ich habe das jetzt erst rausgefunden. Ganz am Anfang hatte mir der Cavalorn ja so einen Brief gegeben für Vatras. Und den man zu Vatras bringen soll. Und ich, Idiot, habe den natürlich gelesen. Und weil ich wissen wollte, was da drin steht. Aber tatsächlich bekommt man wohl mehr Erfahrung von Vatras, wenn man den Brief nicht liest. Kannst du mal sehen. Gibt's doch Konsequenzen. Anders als in Gothic 1 mit dem Feuermagierbrief. Das ist, glaube ich, egal, ob man den liest oder nicht. Ich habe den Rum von Skip. Er hat mir allerdings nur 2 Flaschen gegeben. Verdammt teuer. Was bildet sich dieser Kerl ein? Ach, gib schon her. Viel kann ich dir dafür jetzt nicht geben. Das hier muss dir reichen. Was du nicht sagst. 10 Gold, du meine Güte. Dafür hat sich der Laufweg aber nicht gelohnt. Naja. Kantaru, altes Schlitzohr. So, wir haben jetzt für Ablösung gesorgt. Ich würde sagen, wir gehen noch zu Bartok. Lernen noch ein bisschen besser Bogenschießen. Hey. Hey, du. Ich will besser mit dem Bogen umgehen können. Okay, dann lass uns mal sehen, ob ich dir was beibringen kann. Bogen plus 5. Zack. So, hier. Also. Treffsicherer. Jetzt haben wir den Bogen auf 20%. Langsam geht's bergauf. Aber man merkt schon krass, dass natürlich die Trefferchance sehr gering ist mit 20% nach wie vor. Der will direkt auf Level 8 aufspringen, Super Fox. Das kann er nicht, oder? Der will skippen. Was für ein Level sind wir hier eigentlich? Level 6 sind wir. Ja, und haben ordentlich Erfahrung noch gemacht. Größtenteils mit Laufquests hin und her. Jetzt werden wir aber richtig Erfahrung machen, indem wir mit Laris auf Reise gehen. Ich bin gespannt. Ich glaube da nicht dran. So, hier. Ich werde hier mal speichern. Und jetzt geht es ab, raus aus der Stadt und rein in die Wildnis. Laris, alter Gauner. Ich habe mit Baltram gesprochen. Er wird sich um eine Ablösung für dich kümmern. Ah, sehr gut. Dann können wir endlich hier weg. Meinen Aquamarinring behältst du am besten erstmal. Ich vermute, du kannst ihn gut brauchen, bis du deinen eigenen bekommst.
Okay, lass uns gehen. Okay, lass uns gehen. Wohin? Zu Vatras Ornament. Ja, lass uns Vatras Ornament zurückbringen. Lass uns Vatras Ornament zurückbringen. Dann wollen wir mal. Folge mir. Zack, und auf geht das. Ich finde das ja super, dass der Laris so ganz casual seine Bürgerkleidung hier trägt. Keine Sorge, Gorna. Ehrgeiz ist auch schon was Gutes. So. Ich muss sagen, dass ich anfangs diese ganzen, weil die Quests durch das Addon, die dazu hinzukommen, sind ja schon so richtig ineinander verworren. Das mit den verschwundenen Leuten, Banditenhandel, Wassermagier. Und anfangs hatte ich da überhaupt nicht so den Überblick, als ich das erste Mal gespielt habe. Jetzt im Nachhinein muss man aber sagen, ist das für damals im Vergleich zu den einigermaßen linearen Quests teilweise, die sie in Gothic 1 hatten, schon genial gemacht. Weil es hier auch ein paar Wendungen gibt und Möglichkeiten gibt, zum Beispiel hier mit Baltram, ich hätte ihn entweder wahrscheinlich verpfeifen können oder eben für ihn das selber austragen. Das ist schon ziemlich cool, finde ich. Eine gute Fortentwicklung von denen. Hätten sie vielleicht so mehr in Gothic 3 einfließen sollen. Wobei Gothic 3 an die Quest kann ich mich gar nicht mehr so genau erinnern. Da gab es, glaube ich, auch recht viel Vielfalt. Jedenfalls in einer Hinsicht, dass man, naja, Nordmar und da so die Fraktionen her, da gab es ein bisschen mehr Vielfalt eigentlich von der Hauptgeschichte her jedenfalls, wie der Einfluss da war. Der Laris ist aber ruhig. Normalerweise fängt er an zu quasseln. Jetzt, wo wir außerhalb der Stadt sind und uns keiner zuhört, kann ich dir ja mal ein paar Takte erzählen. Mach Dieses mal. Dieses Ornament, das du mir gebracht hast, werden wir nun zurück zu Saturas bringen. Du kannst dich doch sicherlich an Saturas erinnern. Oh ja. Sicher. Er war der oberste Wassermagier im neuen Lager. Wir Jungs aus dem ehemaligen neuen Lager unterhalten mit den Wassermagiern immer noch gute Beziehungen. Selbst Lee würde die Wassermagier auch heute gegen jegliche Gefahr schützen, wenn es in seiner Macht steht. Damit wir immer Kontakt halten mit den Wassermagiern, bin ich die meiste Zeit in der Stadt und arbeite mit Vatras zusammen. Und das hier ist die Rüstung, Zack. Die jeder von uns von den Wassermagiern bekommt. Hat er sich mal eben vor uns umgezogen. Solche Rüstungen schon seit der Zeit vor den Ork-Kriegen. Was hat Kavalon damit zu tun? So viel ich noch weiß, war er kein Anhänger des neuen Lagers. Du hast recht. Unsere Gemeinschaft ist gewachsen. Selbst ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile sind. Aber lass uns jetzt weitergehen. Ich will erstmal weiter von der Stadt weg. Wir können uns später noch darüber unterhalten. Man weiß ja nie, wie weit der Mika uns zuhören kann, ne? Matt! Oh je. Oh je, warum bleibt er stehen? Geh mal voran hier. Oder muss ich vorangehen? Nee, ne? Der hängt jetzt nicht fest. Das ist jetzt nicht wie Gorn in Gothic 1, oder? Ey, das... Mach mich nicht fertig, Laris. Ja, komm, wenn ich speichere, dann wird er schon weiterlaufen, oder? Einmal Schwert rausholen vielleicht? Oh je. Lauf mal ein Stückchen vor. Oh Mann, was ist jetzt passiert? Der Laris hängt fest. Ansprechen, genau, das... lass uns weitergehen. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Dass ich das wirklich sagen musste, mein Gott, der würde jetzt hier stehen bleiben. Ganz vergessen, Mensch, Staumauer, vielen Dank. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Am Ende war nur ich das, dass ich vergessen habe, mit dir zu sprechen. Alter. Ich dachte, der läuft von alleine weiter. Ja, ne, ich hatte Angst, John Alex, weißt du noch? Der läuft hier lang? Waldbeeren. Ah, das ist aber neu. Oder? Ja, direkt auf mich. Und wie habe ich denn den Laris mitgenommen? Zack, Todesstoß gegeben. War hier nicht auch der Erol? Ich glaube, das ist kein Problem. Nee, gar nicht. Für den Erol mussten ja die Banditen oben sterben. Zack. So, hier helfen wir dem mal ein bisschen. Ausgezeichnet. Das ist das Angenehme, dass der Kollege hier jetzt unsterblich ist. So. Ja, Laris, tut mir leid. Da musst du dich jetzt ein bisschen gedulden. Denn ich setze mich hier erstmal hin. Haha, nee, so natürlich nicht. Wollte die ganzen Pfeile hier looten. Gletscherquarz.
haben wir denn hier in der Höhle? Ah! Verdammt. Verdammt, oh wann? Kommt der Laris mit an? Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Jawohl, so klappt das dann. Ganz genau, ein Mistvieh weniger. Okay, jetzt läuft er zurück an seinen Weg. Oh, da kommt der andere. Zack, haben wir ganz alleine ihn gekriegt. So, wollen wir mal kurz gucken, was wir hier so finden. Ein kleinen Lederbeutel. Und zwei Truhen. Okay. Sieht aber auch cool aus mit dem Feuer hier. Wie das raucht. Oh, da müssen wir knacken. Also, probieren wir es mal. Ja, rechts war schon mal falsch. Links, rechts, links. Okay, links, rechts, links, links. Okay, links, rechts, links, links, links. So war die Kombo. Oh, und zum Glück drei Dietriche drin. Aber auch nur ein Fisch. Ist das wenigstens... Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ach wirklich, dafür bräuchten wir einen Schlüssel. Wo finde ich denn den Schlüssel dahin? Das ist aber durch die Mod neu, oder? Normalerweise brauche ich doch keinen Schlüssel für diese Truhe, oder? Naja, erstmal ein bisschen was von dem... Sumpfkraut, gerne. Pfeile. Konnte man das nicht schneller aufnehmen, wenn man... Ich dachte früher, man konnte das schneller aufnehmen, wenn man schleicht, weil die Animation dann kürzer wäre. Zerkratzte Silberschale. Wolfzahn. Ein NPC gab mir wirklich einen Schlüssel dafür. Puh, keine Ahnung, wer dann. Ach, in Gothic 3 war das mit den Animationen. Yo, The Daedra 87. Tag, wunderschönen Ostersonntag wünsche ich dir. Truhe ist von der Magier-Quest. Okay, dann wäre das geklärt. Sollen wir dem Erol jetzt schon anbrabbeln? Mach ich später. Ich glaube, der wollte ja noch was... Was ist los? Geht's noch? Ja, klar. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Also, Erol anbrabbeln, muss ich dran denken. The Daedra, wie sieht's aus bei dir? So, warte mal. Ah, der läuft jetzt wirklich hier... Ach ja, genau, der läuft jetzt hier an dem alten Jägerlager vorbei. Ja, sehr gut machst du das, Laris. Mal kurz gucken, ob wir hier ein bisschen... Warum zur Hölle schieße ich die ganze Zeit Pfeile ab? Habe ich irgendwo hier... Oh, verdammt. Habe ich hier... Oh, verdammt, jetzt habe ich hier aber irgendwo gerade, glaube ich, Caps Lock an. Ja, genau. Ich hatte Caps Lock an, deswegen hat er die ganze Zeit geschossen. Wie nervig, ey. Nichts zu holen. Ich werde mal sicherheitshalber was essen. Notaktion einstellen, okay. Sowas wie Heiltränke trinken oder Quick-Slot. Uns geht's auch gut, denke ich. Uns geht's auch gut. Guck mal, da haben wir jemanden. Aber wie gesagt, ich gehe erstmal mit dem Laris ein bisschen spazieren und werde auf dem Rückweg mit all diesen Leuten sprechen. Ich hatte jetzt wirklich gedacht, dass wir anfangs oben hinter Akils Hof langlaufen. Na, warte mal, Laris, da oben... Ach, verdammt. Müssen wir jetzt diesen Feldräuber anders ziehen? So nämlich. Für den treffen? Das sah gut aus, aber... Haben wir da vielleicht nicht die Reichweite? Haben wir einen Headshot gesetzt, ist schon mal gut. Zack, ganz ohne Laris. Das werde ich direkt mal nachgucken gleich, Gorna. Vielen Dank für den Tipp. Das wird mir nämlich auf jeden Fall eine Menge Nerven dann sparen. Komisch, dass der Laris gar nicht ankommt, ne? Was
Wann haben wir das letzte Mal die Feldräuber versucht? Hatten wir da noch diese normale städtische Kleidung an? Meine, Sinn der Sache ist das jetzt auch wieder nicht, dass der Laris uns das alles alleine machen lässt. Und dass er uns nicht zu Hilfe kommt, aber gut. Gehen wir halt weiter alleine auf die Jagd. Oh, verdammt. So, einen haben wir. Ah, ihr zwei kennt euch noch. Oh, das wird aber langsam knapp. Ich glaube, einen Feldräuber haben wir hier noch. Ah, jetzt bekomme ich natürlich kein Leben. Prozentual jedenfalls. Durch das ungekochte Fleisch wieder. Das ist auch in Ordnung. Anfangs haben wir so wenig Leben. Alte Bekannte sozusagen. Aus Gothic Streams vielleicht. So gut. So läuft das. Und da war noch ein hier. Komm, dann schnappen wir uns. Guck mal, mittlerweile sind wir am Kloster angekommen. Ich glaube, ich sollte gar nicht zur Seite gehen. Guck mal, wie geil das aussieht. Jetzt aber zurück zu Laris. Das genauso sieht's aus. Aber ist auch cool so, finde ich. Das zeigt so richtig, dass die Gothic-Community sich loyal bleibt. Finde ich jedenfalls. So, zurück zu Lol. Lol. Ich erinnere mich, glaube ich, gerade. Shit. Kann das sein, dass der Laris abhaut? Wenn ich mich nicht ganz irre, wenn man den zu lange alleine rumstehen lässt, haut der wieder ab nach Korinnes und dann begleitet er einen nicht mehr, oder? Ich glaube, ich habe Laris verloren. Oh, lol. Wo hatte ich gespeichert? Oh. Ja, Leute, sorry, da muss ich da nochmal zurückspulen gerade. Shit, Alter. Okay, die Feldräuber da oben hätte ich mir sparen sollen. Jetzt bin ich mit dem hier unten. Weiter geht das. Also oben die, das ist natürlich sehr ärgerlich. Dann werde ich auch das Aufheben mir sparen. Und mache ich das lieber später nochmal. Dann laufe ich jetzt mit dem einfach nur den normalen Weg, so wie man ihn kennt. Alter, nee, ich hatte das auch in Erinnerung wirklich, dass man da wirklich nicht zu weit vom Weg abkommen soll, weil der ansonsten irgendwann abhaut. Oder gar nicht, nee. Wie machte man das nochmal? Man musste den, glaube ich, anschlagen oder so. Dann funktioniert's. Yo, The Daedra, vielen Dank für den Follow. Freut mich, dass du bei mir zuguckst. Bei mir wird es auf jeden Fall längere Zeit jetzt Gothic geben. Wurde vor 2 Wochen erst mit Gothic 1 fertig. So, Laris, dann müssen wir das jetzt... Dann gehen wir jetzt schnurstracks mit dir weiter. Alter, nee. Erol, sorry, du musst dich noch gedulden. Was ist los? Geht's noch? Ja, es geht noch. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Aber ist auch kein Problem. Die Feldräuber da oben, die haben wir sowieso alleine geschafft. Mit dem Laris ist ja... Wobei, gibt's gar nicht auf diesem... Gibt's auf dem Weg überhaupt irgendwelche stärkeren Gegner? Für den wir den Laris bräuchten? Sowas wie Schattenläufer oder so? Hey Mann, neu hier? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Yo, Gorna, vielen Dank für den Follow. Ja, ganz genau. Jetzt sind es, glaube ich, 200. Klasse. Ebenfalls an dich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Willkommen bei den Puzzlern. So, Laris, ich bin ja schon da. So, vielleicht speichere ich jetzt mal. Wäre sinnvoll. 200 Follower jetzt. Ja, siehst du mal, eine runde Nummer. Snapper am Ende kommen. Ja, na, die lohnen sich da. Da gab es, glaube ich, auch noch Varanen. Ich war hinten hinter der Pyramide. Konnte man die Varane zu dem Laris ziehen? Ich glaube nicht, oder? Oh, der ist ja gerade unsichtbar geworden. Speichern wir nochmal. Das war der Renderer. Ja, vielen Dank, Jan, für die Glückwünsche. So. Was haben wir jetzt hier? Ein paar Wölfe.
Schon wieder mit diesen Biestern. Das kannst du jetzt mal alleine machen. Nachdem du mir eben abgehauen bist. Ein 24-Stunden-Stream soll ich machen. Oh, Gobbos gibt das scheinbar. Das ist schon ganz gut, dass ich den dafür dabei habe. Gobbos, ne? Ich meine, richtig stark sind die nicht. Aber die sind flink, Alter. Die sind richtig flinke Biester. Und die haben ein bisschen Gold dabei. Wer hätte es gedacht? Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Was für ein 24 Stunden... Ja, und dafür eine Charity am besten. So was Wohltätiges. Ah, ich meine, Wohltätiges hätte schon kein Problem, was zu machen. Aber was soll ich denn 24 Stunden machen? So am Essen zum Ende hin von Gothic? Das wäre vielleicht was. Quatsch nicht so viel. Lass uns weitergehen. Oder ich sag dir was. Ich werde versuchen... Ich meine, das kürzeste Gothic-Spiel oder sagen wir der Reihe... Kein Gothic-Spiel. Ist, glaube ich, Risen 1, oder? Das ist doch der kürzeste Teil eigentlich. Habe ich jedenfalls so in Erinnerung. Kann aber auch sein, dass wenn man Gothic 1 durchspielt und genau weiß, wo man hin muss, dass es ebenfalls recht kurz ist. Weiß es aber nicht mehr genau. Könnte ich in der Zukunft vielleicht... Warte mal kurz hier. Ich muss den Wolf eben looten, Laris. Aber guck mal, wie geil das aussieht mit der ganzen Bewaldung hier. Ist schon stark. Beeindruckend. So, was wollte ich sagen? Ja, hier. Risen 1. 24-Stunden-Stream. Glaubt ihr, man schafft das innerhalb von 24 Stunden Risen 1 durchzuspielen? Ich meine, ist schon recht kurz, ne? Genau, macht die Scavenger platt. So lobe ich mir das. Pff, voll auf Sarif. Diesen inoffiziellen Gothic-Teil. Meiner Meinung nach. Kleiner Lederbeutel. Ja, so ein paar... Warte, haben wir da gerade eine Schlaf-Schriftrolle gefunden? Oh, eine Menge Pfeile hier. Da haben sie dem Skelett. Den haben sie aber wirklich gedacht, wen sie da aufgeströckt haben. Den haben sie wirklich gesagt, so, den hauen wir jetzt richtig um. Alter Schwede, auf den hatten sie es aber wirklich abgesehen. Rostiges Schwert. Ist ja fast nichts wert, aber... Innerhalb von 5 Minuten, 56 Sekunden, also prinzipiell 6 Minuten, schafft man Gothic 1 durch. Alter. Wie das denn? Das schaffst du aber nur mit einem Glitch oder so, ne? Wenn du dich direkt in den Schläfertempel reinglitschst. Noch mehr Gobbos für dich. Kolaris, du bist dran. Oh, guck mal, Dunkelpilze. Und Butlerfleisch. Warte mal. Hey, warte hier. Ich glaube, jetzt geht er hier hoch, ne? Aber wenn er hier irgendwo stehen will, wenn ich mich nicht ganz irre, war hier wirklich in der Nähe ein Schattenläufer. Ich weiß nicht, ob ich den ranziehen kann. Oh, da war ein silberner Ring. Gar nicht mal schlecht eigentlich. Und noch einen. Die kann man eigentlich ganz gut verkaufen. Die Wassermagier sind völlig aus dem Häuschen. Seit Wochen schon buddeln sie an einer Ausgrabungsstelle im Nordosten. Weiß der Geier, was sie denken, dort zu finden. Alles fing damit an, dass die Erde bebte, wie in den schlimmsten Zeiten der Barriere. Grauenhafte Steinwesen entstiegen der Erde und fegten alles aus dieser Welt, was sich näher als 100 Schritt an sie heranwagte. Die Wassermagier nahmen sich der Sache an. Ja, krasse Wächter. Die feindseligen Eindringlinge. Und nun buddeln sie da unten und suchen nach einer Erklärung für diese seltsamen Vorkommnisse. Aber das wirst du ja bald selbst sehen. Ja, ich denke schon, ne? Dann gehen wir mal weiter. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Den Schattenläufer spare ich mir, glaube ich. Der wäre ja hier lang, ne? Ich will ihn jetzt nicht holen. Also du meinst hier unten? Aber da müsste ich ja prinzipiell hier lang jetzt laufen. Ich werde es mal probieren. Da steht der da jetzt. Ich weiß aber nicht, ob ich das hätte machen sollen, bevor ich dahin gehe. Warte mal, war der Schattenläufer nicht hier? Da ist er. So, bin ich mal gespannt. Zack. Oh, direkt daneben getroffen. Und ja, und schon wieder daneben getroffen. Jetzt kommt er. War der schnell? Konnte ich den... Oh, der scheint mich aber gerade nicht zu verfolgen. Ah! La!
mach es! Oh Gott. Klasse. Der verdammte Stein. Und daher das Sprichwort, ich leg dir Steine in den Weg. So, warte mal kurz, Laris. Ich will das nochmal probieren. Da wäre ich jetzt aber auch, hätte ich jetzt nicht anhalten sollen. So, langsam begeben wir uns auf die Jagd. Pirschen uns an, sozusagen. Zack. Und ab geht das. Kommt der jetzt schon an? Gucken, wann er um die Ecke kommt. Es scheint so, als ob er nicht kommen würde. Hängt er fest? Der scheint festzuhängen, ne? Für ein verzweifeltes Laris reicht es doch immer. Da ist er wohl nicht angekommen. Aber ich frage mich jetzt, ob er direkt ankommt, wenn ich jetzt um die Ecke komme. Oder ob er da wieder liegt. Letzteres! Verdammt. Alter Mist. Leute, meint ihr, der dritte Versuch wird's hinrichten? Der dritte Versuch, da werde ich dann nochmal hingerichtet. Wartet mal kurz. Ich mache mal ein bisschen von der Seite aus. Ich sehe jetzt nicht so aus, als ob ich die ganze Zeit einen Baustellenstrahler auf mich gerichtet habe. So, ist ja nicht so ganz dunkel gerade unten, draußen, unten. So, dritter Versuch, bester Versuch. Aber auch dritter Versuch, letzter Versuch. So, Laris, Schilmer. Also da muss ich scheinbar ein bisschen gerade in Richtung Schattenläufer stehen, dass er ankommt. So etwa hier, glaube ich. Ah, hat schon nicht geklappt. Das auch nicht. Whoop. Oh shit, jetzt kommt er aber sofort an. Oder? Ich meine, der verfolgt mich ja. Vielleicht, wenn ich lang genug warte. Vielleicht kommt er dann an. Nee, der hängt bestimmt fest. Einen Geschwindigkeitstrank habe ich, glaube ich. Aber ich wollte mir den eigentlich aufheben. Nicht für sowas hier verplempern. Der Laris scheint aber sowieso weg zu sein, wie es aussieht. Siehst du mal. Ich kann ihn schon wieder nicht sehen. Also Leute, in der Hinsicht sparen wir uns das sowieso mal. Der Laris hat keine Lust darauf, mir beim Schattenläufer zu helfen. Passt. Dann gehen wir jetzt einfach direkt weiter mit ihm. Schade eigentlich. Nee. Also, Geschwindigkeitstrank könnte ich wahrscheinlich probieren, den sogar anzuschlagen. Aber ich spare mir den dann lieber auf. Für was anderes. Weiß ich. Ich kann es auf dem Rückweg auch holen. Da oben. Die ganzen Kräuter hier, die sind da so viel wert. Blauflieder eigentlich gar nicht, ne? Goblinbeeren ist hier, glaube ich, eine. Guck mal. Nee, das ist eine Heilwurzel. Sieht aber so ein bisschen ähnlich aus wie Goblinbeeren, finde ich. Kannst du noch? Ja. Weiter geht das. Ja. Sogar. Bleib dicht hinter mir. Aber ist schon gut, ne? Der Laris, der kümmert sich um einen. Der macht sich Sorgen. Schöne Brücke, die ist neu. So, es gibt, glaube ich, ein paar Blutfliegen und Snapper, meinte der Alex, glaube ich, auch. Oder war das Jan? Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Das hört auf jeden Fall noch einen Feldräuber an. Mach sie platt! Parier doch! Ja, dem hast du es aber gezeigt. Ernsthaft? Wir gehen da lang? Nicht da unten bei den Blutfliegen? Oh. Naja, Blutfliegen sind jetzt auch nicht mehr... So. Hier kann's gefährlich werden. Ja, dann halt mal dein Schwert bereit. Lass uns weitergehen. Halt dich ein bisschen zurück. Ist schon gut, ne? Der Laris, der weiß, warum man mit denen hier hingegangen ist.
mach sie fertig. Sehr gut. Das können wir... da sind schon mal Warane. Warte mal kurz. Bleib mal kurz stehen da, Laris. Springt ihr gleich was mit? Kann er... Ach, verdammt, das kann doch nicht sein, dass ich so einen Glücks... So einen tollen... Was? Jetzt schieße ich die ganze Zeit daneben. Schon wieder? Alter. Jetzt kommen sie beide an. Laris! Hilf mir! Du bist meine letzte Hoffnung. Ja, sehr gut. Ein Missvieh weniger. Genau wie Staumer das sagt. So. Ja, ich glaube... Haben wir hier sonst noch Viech? Haben wir sonst noch Viech hier, was wir holen könnten? Ich glaube prinzipiell da hinten, ne? Der Höhle. Ich weiß nicht, ob der Laris da so happy ist. Ich kann es ja mal probieren. Ich kann es ja mal probieren, die zu holen. Oh, nicht, dass der Laris anfängt zu buggen, wenn er da unten steht und anfängt, mich anzusprechen. Der denkt nämlich schon, ich gehe vor. Oder ich gehe in die richtige Richtung. Ah, verdammt. Waren hier nicht irgendwo Feuerwarane sogar? Haben wir jedenfalls noch Warane. Mistviecher sind das. Ich treffe die gar nicht, um die anzulocken, ne? Habe ich den getroffen? Ist da was? Ich versuche den mittleren zu ziehen. Also, das ist das Problem mit den 20%, ne? Aber deswegen sammle ich auch alle Pfeile auf. So, den kriegt er auf jeden Fall hin, oder? Das glaube ich jetzt nicht. So, ich glaube, der kommt schon. Ja, der kommt von alleine. Da haben wir wenigstens einen direkt mitgenommen. Wie weit steht der denn jetzt hinter uns? Verdammte Laris! Ah, da ist er. Der ist unsichtbar. Nee, der ist nur kurz unsichtbar gewesen für einen Moment. Wir sind da. Hier, nimm das Fundament. Irgendwo da drin müssen die Wassermagier sein. Bring es zu ihnen. Wenn du in dem Erdloch da unten auf irgendwelche Viecher triffst, von denen du glaubst, dass du ihnen nicht gewachsen bist, dann ergreif am besten die Flucht nach vorn, bis hin zu Saturas. Er wird sich schon um die Biester kümmern. Ich muss zurück. Und eins noch. Lass dir nicht einfallen, mit dem Ornament hier in der Gegend rumzuwandern. Geh direkt zu Saturas. Wir sehen uns. Was passiert denn, wenn ich jetzt nicht direkt zu Saturas gehe? Weil ich hatte jetzt eigentlich wirklich nicht vor, mit ihm zu direkt zu Saturas zu gehen, sondern ich hatte wirklich vor, jetzt hier erstmal die ganzen Quests zu machen. Steinzeit des Armbrustschützen, nicht schlecht. Warte mal kurz, können wir... Und da ist der Laris jetzt. Hör auf, hier rumzualbern. Bring das Ornament zu Saturas. Lol. Aha, wie geil. Was passiert denn, wenn ich jetzt nicht zu Saturas gehe? Oder ist das sozusagen nur die Idee, das wusste ich gar nicht, hör auf, rumzualbern. Ah, meine Truhe. Versuchen wir uns mal dran. Ah, links. Rechts. Was? Links. Was? Links. Rechts. Nochmal rechts. Nein. Oh Gott, die ist aber nervig. Links, rechts, links. Rechts. Links. Nochmal rechts. Jawohl. Fisch und ein Feuerring. Hat sich überhaupt nicht gelohnt. Ja, ich hab's total verpasst. Ja, ich weiß, was du meinst mit der Resettet immer. Können wir eigentlich da oben schon den Orkschlechter holen? Ich meine, das würde überhaupt keinen Sinn machen, weil ich... Dafür braucht man eine Menge Stärke. Oh. Nicht, dass ich hier jetzt festhänge. Oh. Lol. Pff. Dann gehe ich hier, glaube ich, noch ans Lager, weil ich hatte jetzt prinzipiell... Oh, ne. Ein Bogen. Können wir mitnehmen und verkaufen, Weidenbogen.
Ich hätte es eigentlich vor, den Weg zurückzugehen und dann zu den Söldnern hinzumarschieren. Nicht, dass dann der Varani auf einmal ankommt. Essenz der Eilung. Ich glaube, das war hier oben so prinzipiell so eine kleine, naja, so ein kleines Lager, wo ein paar Schatzräuber waren, die natürlich aber alle gestorben sind. So, da können wir endlich mal unser Fleisch braten. Ach, aber nur einzeln? Du meinst, geh zu Satoras? Ist besser? Was passiert denn, wenn ich das nicht mache? Was passiert denn, wenn ich nicht zu Satoras hingehe? Hier erstmal ein bisschen Fleisch braten. Was hat er gesagt? Fertig. Ah, fertig. Das war's dann auch schon. Oh, da wackelt hier aber der Boden. Das sind bestimmt die Wassermagier mit ihren Experimenten. Also Wanderwisser sagt auch, geht zu Satoras. Ja, ich glaube, vielleicht wenn ich die Quest abgebe, kriege ich dann auf jeden Fall ein bisschen Erfahrung. Also ihr wisst, was ich meine, ne? Ich meine, was passiert, wenn ich jetzt nicht zu Satoras hingehe? Meckern die mich dann später an? Kriege ich vielleicht weniger Erfahrung? Ich werde einfach mal versuchen hinzugehen. Hier gab es ja, glaube ich, ja Riesenratten, die kriege ich ja auf jeden Fall hin. Sagte er und kam dann nach oben. Sie ist schon kommen. Ich meine, müssen die denn alle auf einmal auf mich drauf gehen? So, jetzt haben wir's. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. So. Müssen wir uns erstmal wieder aufpäppeln. Das wäre aber eine. Fände ich mal interessant zu wissen, was passiert. Mal gucken, ob wir den Riesenratten hier ein bisschen. Wahrscheinlich müssen wir warten, bis die ein bisschen näher kommen. Oh, verdammt. LOL. Deinen Kollegen haben wir platt gemacht. So, zack. An den Fall kann ich jetzt nicht mehr aufheben, ne? Nee. Wenn wir da einen kaputten Steinwächer. Alte Münze. Zack. Schrecken die am Feuer zurück? Das kann doch nicht sein an der Fackel. Das wäre zu geil. Aber ich glaube, so viel Glück habe ich nicht. Dass die Ratten ein bisschen Angst vor. Ja, dieses Skelett, Goblin-Skelett. Die waren ein bisschen schwieriger. LOL. Knall hat in den Boden geschossen. So, hier. Kleinvieh macht auch Mist. Und hör mal, gleich haben wir ein Level. Was sagt ihr? Was steht als nächstes an? Taschendiebstahl? Oder könnte ich jetzt schon eine Sprache erlernen beim Myx hier? Lag hier nicht auch irgendwo was in den Ecken? Nee, scheinbar nicht. So, jetzt wird es hier aber spannend. Ich will ein bisschen gucken, dass ich die Goblin-Skelette alleine hinkriege. Aber möglichst alleine, dass die alleine ankommen. LOL, haut der rein. LOL, krass. Heftig. Alter. Nicht streiten, ihr zwei. Nicht streiten. Alter, ey. Und die rein. Könnte mir ein Wolf dabei helfen, die Skelette platt zu machen? Dann hau ich dir vor das Pfund aufs Maul. Oder ich versuche den noch einmal. Mal gucken, ob einer davon ankommt. Ja, der eine kommt direkt. Yo, Tag Jules. Willkommen. Hoffe, dir geht's gut.
Alter. Ich glaube, ich könnte ihn mit viel Glück platt kriegen. Ah! Jetzt wird's knapp. Shit! Verdammt! Ah! Alter. Tag, Jules, wie geht's dir? nee, prinzipiell hat der Lars mir deswegen ja auch gesagt, dass ich da durchrennen soll zu den Magiern, wenn da welche sind, die zu stark sind. Aber ich möchte nicht die XP verlieren. Deswegen überlege ich gerade mal, ob mir vielleicht ein einfacher Wolf ein bisschen dabei helfen könnte, die Skelette hier platt zu machen. Aber ich fürchte, dass der mir überhaupt nicht helfen wird. Ich werde es aber noch einmal probieren in unserer guten Manier. Drei Versuche. Weißt du, was ich meine? Und vielleicht dazu ihm ein bisschen unterstützen, indem ich hier so einen Feuerfall nehme. Hier, guck mal. Und dann den Gobbo da So. Go, go, go! Wolf gegen Gobbo. Wolf gegen mehrere Gobbos. Oh je. Jawoll! Ja, zu zweit kriegen wir es hin. Habe ich den Wolf gerade selber angeschlagen? Jawoll, Leute, läuft doch! Alter. Perfekt. Wie lange bleibt der Wolf hier jetzt stehen? So nice. Wunderbar, wie stark der Wolf ist. Gehe ich gleich mit dem raus und versuche sogar noch die, wenn er jetzt jedenfalls nicht stirbt. So, du bist dran. Go, go, go. Zack, zack. Nein. Wie ist er denn tot? Was zur Hölle? Das kann doch nicht sein. Warum ist er gestorben? Ist er nur für 2 Minuten da oder so? Und wir haben jedenfalls ein Level gemacht. Alter, was? Unser Wolf, er ist ja direkt gestorben. Das darf doch nicht sein. Aha. Okay, ich probiere es nochmal. Ist der... Ich meine, der hat da recht viel HP. Stirbt der wegen der Zeit oder... Oh, jetzt muss ich aber aufpassen. Jetzt bin ich gleich selber tot. Verdammt. Ist der Wolf noch da? Nee, der ist jetzt auch tot. Seid ihr irgendwo in der Region, wo Leute so ein bisschen mit Paragliden oder wie kommt das? Ja, es scheint so, als ob die zwei Goblins auf jeden Fall zu stark sind. Alter, nee. Wenn ich den einzeln kriegen würde, dann könnte es ja klappen, ne? Oh! Dann war es doch eine Frage der Zeit. Oh, der Arme. Na gut. Ja, dann werde ich, glaube ich, mal hier durchgehen. So, hier mal. Ah, verdammt, da kommt er mit. Aber vielleicht. Lässt er mich los? Lässt er mich in Ruhe? Ne, da hinten steht ja direkt ein Wassermagier. Der wird den wahrscheinlich umhauen. Ich will aber die Erfahrung davon haben. Saturas, hilf mir! Sack! Ja, Respekt, Alter, Respekt. Bist du denn von Sinnen? Mach, dass du hier rauskommst. In diesen Gewölben ist es zu gefährlich für Möchtegern-Abenteurer. Aber sag mal, kenne ich dich nicht? Natürlich, du Mistkerl. Glaube ja nicht, dass ich vergessen habe, wie du uns betrogen hast, damals, im neuen Lager. Aha. Na, siehst du mal. Der Jules, alter Schwerenöter. So, der Saturas, der hat aber natürlich ein... Der hat natürlich genau noch im Gedächtnis, was wir abgezogen haben. So lange ist ja nicht her, ne? 3 Wochen.
Ja gut, jetzt sind wir schon bei Saturas gewesen. Schade eigentlich, ne? Ich hätte gerne erfahren, was passiert, wenn wir jetzt so vielleicht 2 Ingame-Wochen nicht bei dem vorbeigelaufen wären. Hier nochmal schön das Video. Viva Uriziel aufladen. Guck mal hier, was der macht. Und da haben wir uns rausteleportiert. Du hast unserem Erzhaufen alle magische Macht entzogen und dann bist du einfach verschwunden. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Na, ich wollte den Schläfer platt machen, ne? Es war notwendig. Das war notwendig. Ohne die Macht des Erzes hätte ich den Schläfer niemals besiegen können. Was ist das für ein Gefasel? Schläfer? Besiegt? Hast du eigentlich die leiseste Ahnung, was du da getan hast? Ich habe euch alle befreit, habe ich. Du hast das Gefühl der Magie derart durcheinander gebracht, dass es bis nach Korinis zu hören war. Du kannst von Glück sagen, dass die Barriere eines Tages einfach in sich zusammengefallen ist. Alter, worüber beschwerst du dich dann? Eines Tages, als ob... Hüte deine Zunge! Was zum Henker willst du hier überhaupt? Ich bin mit Laris hierher gekommen. Laris? Wirklich? Wo ist er? Ich bin allein. Laris ist zurück in die Stadt gegangen. Was? Und er hat dich ganz allein zu uns geschickt? Was denkt er sich eigentlich? Ja. Ich habe euer Ornament mitgebracht. Was in aller Welt soll das bedeuten? Wer hat dir das gegeben? Sag nicht, dass Laris es dir einfach überlassen hat. Jetzt komm mal wieder runter. Ich habe es dir gebracht, das wolltest du doch, oder? Schon. Aber es beunruhigt mich, dass du schon wieder deine Finger im Spiel hast. Ja, warum null du so Vertrauen, ein Theater, ne? Um die alte Geschichte mit dem Erzhaufen. Die alte Geschichte. Habe ich schon damals für dich gearbeitet. Hast du dich da etwa nicht auf mich verlassen können? Und was hat es mir schlussendlich eingebracht? Denk ja nicht, dass ich dir traue. Alter Schwede, der Saturas, ey. Knallhart. Und vor allem, dass der aber gar nicht, scheinbar weiß das kein Mensch, bis auf Xalas, dass wir den Schläfer besiegt haben, ne? Richtig nervig. Schade. Und dann macht er sich direkt zum großen Macker hier. Zum Ring des Wassers, du. Machen wir den hier. Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. Was? Woher weißt du das denn schon wieder? Wer? Laris. Ich bring ihn um. Er hat gegen unsere erste Regel verstoßen. Niemand spricht über den Ring des Wassers. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich traue dir nur, solange ich dich im Auge habe. Ha, klasse. Vatras, der mir alles über den Ring erzählt hat. Was? Vatras? Großartig. Von allen Wassermagiern auf der Insel musstest du ausgerechnet an den einen geraten, der dich nicht kennt. Der dich nicht kennt, so gut. Ich warne dich, mach dieses Mal keine Dummheiten. Ich werde mir Mühe geben. Ich werde mir Mühe, als ob. So, was machst du hier unten eigentlich? Was machst du hier unten? Diese Hallen beherbergen alte Geheimnisse, rätselhafte Geheimnisse. Die Inschriften und Wandmalereien lassen auf eine sehr alte Kultur schließen. Alles, was du hier sehen kannst, ist in einer uns gänzlich unbekannten Sprache geschrieben. Wir fangen gerade erst an, sie zu lernen und ihren Sinn zu erfassen. Cool. Warum ist euch dieses Ornament so wichtig? Wie gut, wie ich so gegen die Wand spreche, ne? Ich bin viel zu cool für Saturas. Mehr werde ich dir dazu nicht sagen. Okay, das war's? Da du dir ohnehin nicht nehmen lassen wirst, auch die anderen Magier von ihrer Arbeit abzuhalten, kannst du einem von ihnen auch eine Nachricht von mir überbringen. Sag Riordian, dass ich ihn hier bei mir zu sehen wünsche. Er hält sich im hinteren Bereich des Gewölbes auf. Du wirst ihn schon finden. Ja, krass. Okay. Schon Ostereier gesucht. Gesucht und gefunden. Ah, hier haben wir eine. Standhafte Lebensenergie. Sehr gut. Gesucht und gefunden, Alter. Waren köstlich. Prinzipiell mein Frühstück sei einfach nur. Kann ich Ihnen sonst noch was fragen? Kannst du mir was über die Magie beibringen? Nee, daran habe ich gerade kein Interesse. Aber der wird wahrscheinlich ja sagen. Und du selber, hast du schon ein paar Eier gesucht? Vielleicht ein paar Schokoeier. Gucken, ob wir hier was noch finden. Nee. So, dadurch, dass der Saturas so sauer auf uns macht, mal sehen, ob die anderen Magier sich auch noch an uns erinnern können. Der hey. Riordian vielleicht. Der hat mir was über Tränke verkauft, oder? Ich erforsche die Kultur des alten Volkes. Aus den Inschriften geht hervor, dass sie lange vor unserer Zeit lebten.
Ich weiß noch nicht genau, wann sie diese Hallen errichtet haben, aber ihre Zivilisation war weit entwickelt. Sie haben jenseits der Berge eine Stadt errichtet und einen Tempel für Adanos. Ja, hört sich doch cool an. Tempel für Adanos. Vatras gab mir dieses Amulett des suchenden Irrlichts. Ah. Oh. Ein seltenes Artefakt. Mit seiner Hilfe kannst du das Irrlicht trainieren. Wusstest du das? Kannst du mir dabei helfen? Gerne. Ich habe mich lange mit dieser Art von Magie beschäftigt. Also, ich habe wirklich nie Interesse an dem Irrlicht gehabt, ne? Und nie trainiert. Ich fand das immer ein bisschen nutzlos. Wie war das bei euch? Habt ihr das Irrlicht wirklich benutzt? Ich habe gesucht und leider nicht gefunden. Hätte nicht so viel Rattengift verteilen sollen. Ja, stattdessen hast du dir den Osterhasen umgebracht und deine ganze Zeit Rattengift ausgeteilt. Nee, wahrscheinlich hat es nicht geholfen. Ja. Satoras wünscht dich zu sehen. Ist er mit seinen Nachforschungen schon weitergekommen? Was weiß ich denn? Dann werde ich sofort zu ihm gehen. Wenn du mehr über diese Anlagen erfahren willst, sprich mit Nefarius. Er befindet sich weiter hinten in diesen Gewölben. Wollte eigentlich noch mehr von dir erfahren? Ja, auch nur einmal benutzt und dann nie wieder ausgepackt, Wanderwisser. Bei dir sieht es auch so aus, ne? Eine verlorene Stadt auf der Insel von Korinnis? Machen wir jetzt noch ein bisschen Kontext hier. Bis hier haben wir in dem Glauben gelebt, die ganze Insel zu kennen. Wir sind davon ausgegangen, der komplette Nordosten der Insel wäre ein gewaltiges Bergmassiv. Doch wir haben uns geirrt. Hinter diesen Bergen liegt ein Tal. Dort befand sich die Stadt des alten Volkes. Nur zu gerne würde ich die Bauwerke der Stadt sehen, aber wahrscheinlich sind sie längst zu Staub zerfallen. Na, der Arme. Wie alt schätzt du den Bau hier? Nun, ich kann nichts Genaues sagen, aber er muss schon mehrere hundert Jahre alt sein. Schon was Neues herausgefunden? Es hat sich bestätigt. Die alte Kultur hat tatsächlich an Adanos geglaubt. Oh, das war's dann auch schon. Ja, cool. Da hat er dann auch genug von mir. Also auf jeden Fall Taschendiebstahl, meint Jules. Ja, ich denke, das werde ich auf jeden Fall machen. Also Kommando zurück in die Stadt. Hey Mann, neu hier? Sieht super aus hier. Hab ich hier noch nie gesehen. Jo, und vielen Dank für den Follow. Ich glaube, dann bist du der erste Follower nach den 200. Freut mich, dass du zuschaust, Alter. Okay. Die ganzen Steintafeln, also ich denke auch, Taschendiebstahl hilft vor allem am Anfang, weil man dafür Erfahrung bekommt, oder? Für erfolgreichen Taschendiebstahl. So, wen haben wir denn? Kronos. Und da haben wir hinten aber Myxia. Guck mal, cool, Alter. All meine coolen Bros aus dem neuen Lager. Kann ich kurz stören? Du bist es. Dass ich dich nochmal zu Gesicht bekomme, hätte ich nicht gedacht. Mich wisse nicht mehr los. Schön mutig, dich nochmal bei uns blicken zu lassen. Es gab Zeiten, da hätten wir dir glatt das Fell über die Ohren gezogen. Du kannst froh sein, dass das schon ein paar Wochen her ist und sich alle wieder beruhigen konnten. Was machst du hier? Was machst du hier? Meine Aufgabe besteht darin, mehr über die Wächter des Tempels herauszufinden. Das ist schon ein harter Brocken, im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Steinwächter haben eine mir völlig fremde Eigenschaft. In einem Moment stehen sie völlig leblos herum und im nächsten Moment stürmen sie wie besessen auf dich los. Ja, also die erwachen kurz zum Leben. Ich habe ihre treibende Kraft noch nicht bestimmen können, aber eins ist sicher, sie ist magischen Ursprungs. Na, das ist die, nee, das Gorna hat schon recht, das ist die Liver-Edition von Marcello, also die neue, und tatsächlich, ich kann jetzt prinzipiell die ganzen Boni lernen, ohne dass dadurch die Lernkosten für, sagen wir, die Attribute sich erhöhen würden, also, ja, das wäre eine andere Möglichkeit noch. Aber andererseits, ja, dann müsste ich nochmal recht lange warten für Taschendiebstahl. Und Taschendiebstahl wird mir auch nochmal recht viel Gold am Anfang bringen, ne? Ich kann ja gleich mal gucken, wie viele von den Steintafeln ich jetzt schon habe. Weil das ist ja auch eine andere Frage, wie viele ich davon überhaupt jetzt schon finden können. Kannst du mir ein paar Ausrüstungsgegenstände verkaufen? Warum nicht? Wenn ich mich recht erinnere, haben wir damals schon gehandelt. Sag mir, was du brauchst. So, mal gucken, genau, wir waren ja schon krass.
Ja, die gibt's im World of Gothic Forum, gibt's den Download. Glaube ich, seit letzter Woche hat er die, guck mal, da richtig coole Spruchrollen eigentlich. Goblin-Skelett erschaffen. Das ist aber ziemlich nice, die nehme ich mal mit. Das könnte hilfreich werden. Und die anderen, die kann er erstmal behalten. Erzähl mir mehr über diese Steinwächter. Viel kann ich dir bisher noch nicht sagen. Wir haben sie leider zerstören müssen. Jetzt sind sie ungefährlich. Als wir hierher kamen, haben sie uns angegriffen. Wir konnten sie nur mit vereinten Kräften besiegen und ich befürchte, dass hinter dem Portal noch mehr davon auf uns warten. Mit stumpfen Waffen gingen die eigentlich? Geben, ihre treibende Kraft zu bannen, sodass sie nichts weiter sind als Statuen und das auch bleiben. Ja, das war's dann auch schon. Gleich, wenn ich kurz was zu trinken holen werde, kann ich aber auch den Link zu dem Forum-Post schicken. Wanderwisser. Bei der Arbeit? Diese Gewölbe sind mir ein einziges Rätsel. Unvorstellbar, dass sie bisher noch aufgefallen sind. Wir konnten den Eingang mühelos freilegen. Die Menschen sind so sehr mit ihrem täglichen Einerlei beschäftigt, dass sich niemand dieses Bauwerk näher angesehen hat. Ich habe keine andere Erklärung dafür. Ist aber schon interessant hier, wie wirklich die, ich meine, dieses ganze Gebäude in den normalen Gothic 2 schon drin war, ohne die Mod, aber erst die Mod das so richtig ausgebaut hat, fand ich cool. Richtig geil gemacht. Was ist deine Aufgabe hier? Ich versuche herauszufinden, wohin uns dieses runde Portal führen. Das runde Portal! Außerdem helfe ich Nefarius bei der Suche nach dem fehlenden Ornament. Sicher ist, dass das Portal zu einem Teil der Insel führt, den wir noch nicht kennen. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, jemals davon gehört oder gelesen zu haben. Uff, guck mal, da hat aber hier eine Menge. Hier. Also die erste Sprache kostet nur 5 Lernpunkte, Staumauer. Ihr wollt tatsächlich durch das Portal gehen? Dann könnte ich hier wirklich noch lernen. Vorausgesetzt, dass wir das fehlende Ornament finden. Das wäre geil. Ich gebe zu, es ist schon eine etwas riskante Angelegenheit. Aber wir müssen unbedingt herausfinden, was es mit diesen ständigen Erdbeben auf sich hat. Und wie ist dein Fazit? Also, Wanderwisser, aber nicht schlecht. Wie lange hast du da etwa Zeit reingesteckt? Was weißt du über die Erdbeben? Irgendetwas auf der anderen Seite löst sie aus. Vermutlich ist diese Quelle auch verantwortlich für das Erwachen der Steinwächter. Aber bestimmt sogar. Das ist meine Aufgabe. Saturas und Kronos können dir sicher mehr darüber erzählen. Was glaubst du, werdet ihr drüben finden? Ich bin mir da noch nicht sicher. Ich vermute, dass es auf der anderen Seite ein ähnliches Bauwerk wie dieses gibt und ein Gegenstück zu diesem Portal. Alles Weitere werden wir sehen, wenn wir da sind. Wie komme ich am schnellsten zurück? Ich glaube, der konnte uns den Tipp mit den Teleporter geben. Den gleichen Weg zurück, den du gekommen bist. Du könntest aber auch... Nein, das wäre... Spuck's aus. Naja, die Erbauer dieser Hallen hatten ihre eigene Art zu reisen. Soweit wir das beurteilen können, konnten sie sich teleportieren. Spannend. Das ist doch nichts Besonderes. Die Teleportersteine, die wir hier in Korinnis gefunden haben, schon. Es scheint so, als würde der Teleporterstein hier in diesen Hallen zur Hafenstadt führen. Jedoch hat noch keiner von uns den Mut aufgebracht, ihn zu benutzen. Ah, lass mich das mal probieren. Wo ist dieser Teleporterstein? Im Beckenraum. Es gab auch, glaube ich, gut Erfahrung dafür, oder? So 100 Erfahrungen pro Teleport? Was wäre, wenn ich es versuchen würde, ihn zu benutzen? 80 Stunden? Na, nicht schlecht. Wir wissen darüber noch zu wenig. Es ist möglich, dass du es übernimmst. Und hast du vor, das demnächst nochmal sozusagen zweiten Anlauf zu machen? Bietet sich dafür an für Kingdom Come Deliverance? Gib mir den Schlüssel. Ich will mir das Ding mal ansehen. Wirklich? Aber ich übernehme dafür keinerlei Verantwortung. Keine Sorge, wenn ich mich in die Luft sprenge. Du meinst, hier hast du ihn. Wo sind die anderen Teleportersteine? Wir haben bisher nur einen weiteren, etwa im Zentrum von Korinnis gefunden. In der Nähe der Taverne zur Toten Harpie. Naja, die werden wir auf jeden Fall noch später finden. So, erstmal Myxia finden. Und das haben wir schon gesprochen. Ich glaube, Myxia bringt mir ja... Und ich glaube, Nefarius sollten wir das Dings geben, oder?
Ich habe einen Teil des Ornaments mitgebracht. Ja? Ja, das ist großartig. Toll ist das. Hast du eine Ahnung, wo die anderen Teile sind? Den alten Inschriften nach wurde es in 4 Teile zerbrochen. Und es sieht so aus, als könnten sich die Teile immer noch auf der Insel befinden. Ich habe mit Medarions Hilfe einige der Inschriften übersetzt. Dort finden sich Hinweise darauf, wo die verbliebenen Stücke sind. Hier, auf dieser Karte habe ich einige Stellen markiert. Sieh dich dort um. Du musst auf alte Bauwerke achten. Vielleicht sind sie schon etwas verfallen und nicht mehr klar erkennbar. Das hätte jetzt aber nicht eigentlich kommen sollen, ne? Sein. Ein großer Findling, ein Steinkreis, ein Mausoleum oder ähnliches. Aber was rede ich? Du wirst es schon finden. Viel Erfolg. Da habe ich, glaube ich, diesen Anfangs hier, das Anfangsgespräch mit dem ein bisschen übersprungen. Wie sieht's aus? Was machst du denn hier? Ja, genau, das hier. Das ist ja eine Überraschung. Ich dachte, man hätte dich getötet. Beinahe. Es gab einen Riesenwirbel um dich, weißt du das? Ein Riesenwirbel, gesagt, nur um mich. Kaum wiedererkannt. So außer sich war er wegen der Sache damals. Was ist das für ein Portal? Ein Stargate natürlich. Wir vermuten, dass es in das verlorene Tal führt, in dem die alte Kultur ihre Stadt gehabt haben muss. Aber der Stein hinter dem Portal besteht aus meterdickem, massiven Fels. Auch gibt es keine Anzeichen für Teleportationsmagie. Sehr mysteriös. Also, da habt ihr wenigstens mal was zum Erforschen. Ja, aber ist auch auf jeden Fall cool, ne, dass ihr da sowas habt, mit Kingdom Come Deliverance meine ich jetzt, wo ihr mehr Zeit reinstecken könnt. Ich meine, anstatt Spieler, die immer nur kurz sind. Den Rest werde ich demnächst mit dem ansprechen. Ich habe jetzt keine Lust, wirklich alles mit dem durchzugehen. Alles klar? Ganz schön mutig von dir, hier einfach so reinzuspazieren. Was machst du hier? Ich studiere die Sprache der Erbauer. Die Sprache ist der Schlüssel zum Verständnis des alten Volkes. Jeder von uns muss sie erlernen. Sonst wäre diese Expedition beendet, bevor sie überhaupt angefangen hat. Die Erbauer haben Steintafeln benutzt, um ihr Wissen weiterzugeben. Leider sind viele davon zerbrochen oder wurden schon vor langer Zeit gestohlen. Ach nee, da ist ja das Problem. Ich habe ja jetzt nur 10 Lernpunkte. Ich habe ja eben noch mal Bogenschießen gelernt. Das war ja das Problem. Hier, verdammt, ich habe ja Bogenschießen gelernt nochmal beim Bartok und dann direkt 5 dafür ausgegeben. Das ist ja jetzt Bogenschützen des zweiten. Ich glaube, da hätte ich auch die 2. Stufe gebraucht, oder? Lebensenergie hätte ich jetzt einiges bekommen können, aber... verdammt. Ja, okay. Dann gehe ich jetzt direkt zurück zur Stadt. Ganz vergessen, dass ich das beim Bartok schon gelernt habe. Bisschen schade, aber gut. Werde ich demnächst eh noch lernen. Gucken wir uns mal die Teleporter an. Oh, hier gab's. Ah, hier gab's da noch eine Truhe. Ah, verdammt. Links. Rechts. Also links, rechts. Rechts. Oh shit. Links, rechts, rechts, links. Rechts. Oh Gott. Links, rechts, rechts, links, rechts, rechts. Nochmal rechts? Alter, ich mache jetzt Dietriche kaputt, das geht nicht mehr klar. Links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links. Für nichts auch, für nichts. Alter, nee. 10.000 Dietriche kaputt gemacht. War hier sonst noch irgendwas zu looten? Ich glaube nicht. Ja, komm, dann probieren wir es direkt mal aus hier. Wann habe ich das erste Mal gespeichert? War hier nicht eine Tür? Oh Gott. Ah, shit. Ganz vergessen. What the hell? Alter. Ist das ein normaler Wolf oder ist das ein Warg? Das ist ein Wolf. Ja, da kann ich den ja platt machen. Verdammt. Nein. Ah. Verdammt. So ein... Nee. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Nee, das fasse ich jetzt nicht. Nee, das kann ich jetzt nicht fassen. Mein letzter Save war hier.
Ja. So. Dann mache ich jetzt hier mit der Aufnahme aber Schluss. Weil ich werde jetzt nochmal alle Dialoge nochmal kurz durchspringen. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Und demnächst sehen wir uns dann in Corinnes wieder, wenn ich das mit dem Teleport hingekriegt habe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.